mir den scheiß Reifen hoch. Rührt sich nicht. Die Mutter ist festgerostet. Deine Mama ist festgerostet. Entschuldigung. Boah, dieses Spiel. Komisch, ist ein... Es ist so egal. Ich repariere mal eben die Kettensäge. Da kann ich wahrscheinlich dann gleich durchdrehen und ein ganzes Spiel zerstören. So, was kann ich hier machen? Ich sollte nur das Gehäuse anbringen. Aha, und die Muttern anbringen. So, und jetzt habe ich eine Kettensäge. Damit werde ich alle vernichten in diesem Spiel, weil es mich zum Durchdrehen bringt. So. Ja! So. Sprühdose, Keyboard, Reifen, Staubsauger, Spielzeugauto, Benzinkanister, Kappe, Papier und Gabel. Da ist der Benzinkanister. Da ist das Spielzeugauto. Keyboard dürfte ja eigentlich nicht klein sein, ne, oder? Na gut, bei dem Spiel, wenn man schon eine halbe Gurke nicht sieht. Hier oben irgendwas? Ah, hier oben war der Reifen bei mir hinterm Bild. Guck mal, oh, eine Mimi. Oh, wie süß. Ich meine, süß. Sogar. Hä, wo ist denn das Keyboard? Wollte schon sagen, hier Keyboard. Falsch übersetzt wahrscheinlich. Sprühdose? Hä? Gabel? Staubsauger? Staubsauger ist gerade unterm Tisch im Übrigen. Nein. Quatsch. So. Da ist das Keyboard. Ich sehe es. So, wo ist denn hier... Ein Staubsauger kann doch nicht so schwer sein zu finden, oder? Und eine Sprühdose eigentlich auch nicht. So Logikrätsel sind nicht so viele dabei, oder? So. Manchmal will ich den, was, dein Gesicht auf dem Bildschirm drücken. Was? Ja, was heißt nicht so viele dabei, ne? Ich will ja erstmal so ein bisschen alleine und dann aber könnt ihr dann Vollgas geben. So wie jetzt zum Beispiel, jetzt wo ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Ich bin nicht, das ist nicht so meins. Ich sollte mich doch nicht beim Saugen stören. Was? Dreimal, boah, was? Nicht gesehen, was? Ja, ich bin dreimal drüber gegangen, ich hab's nicht gesehen, ja, tut mir leid. Es ist schwierig, das Spiel strengt mich an. So, Kappe. Hab ich gerade gesehen, da ist die Kappe. Aha, so. Gabel. Man muss auch wirklich mal, ich weiß, viele Leute sagen immer, boah, das ist, Mann, warum siehst du das nicht auch im Let's Play oder warum siehst du das nicht beim Spielen? Das muss man doch sehen. Man muss wirklich mal selber mal so irgendwie so eine Aufnahme machen, dabei erzählen und dann spielen. Und dann mal selber nachher schauen, was man alles übersehen hat. Das ist so dieses Phänomen beim Let's Play, das ist so. So, wo ist die Sprühdose? Das fällt erst einem dann auf, wenn man das selber mal macht. Das ist mir auch mal oft aufgefallen, wenn ich dann mal so ein paar eigene Videos geguckt habe, wie dumm ich doch manchmal bin. Das liegt aber nicht an der dummen Spielweise, sondern weil an der Unkonzentriertheit. Wo ist denn bitte Gabel neben Keyboard? Ach, hier. Tatsache, ich habe eine kleine Essensgabel gesucht. Wo ist denn so die Sprühdose? Und Staubsauger und Papier. Papier? Ich sehe so viel Papier. Ah, hier ist Papier. Konnte man auch sehr gut erkennen. Hier ist übrigens Mais. Ist irgendwas zu interagieren, wo man was aufmachen kann vielleicht? Nö. Wo ist denn... Hä? Jetzt soll mir mal einer erklären, wo ist denn hier bitte ein Staubsauger? Nee, das ist eine Flasche. Da ist der Staubsauger. Ernsthaft? Das gibt's ja gar nicht. Wie gut der versteckt war. So, die Sprühdose. Wo haben wir denn die Sprühdose? Da sägt jemand am Stuhlbein. Wo ist die... Wo ist denn die Sprühdose? Das ist eine normale Dose. Eine Sprühdose, die man trinken kann. Ist ja oft so. Du gehst zum Lackierer, sagst du... Oh, ich hätte heute mal Silbermetallic. Ja, mit Kohlensäure bitte. Dieses Spiel. Ich bin froh, dass ich eine Kettensäge habe. Ich raste aus mit der Säge. Oh. So, ich würde sagen, wir bringen mal den Reifen an. Das geht nicht. Ich muss den Wagen vorher anheben.
So. Stiere, Stein, Papier, Bier, was? So, ich interagiere mal. Dann bringe ich jetzt mal den Reifen an. Dann kommt als nächstes die Radmuttern drauf. Dann ziehe ich die fest. So, liebe Kinder, wechselt man Reifen. Dann lasse ich den runter. Dann ist der Reifen fest und dann kann ich jetzt tanken. Aber, so wie ich ganz genau weiß, ist hier bestimmt kein Benzin drin. Doch. Oh mein Gott. Sehr gut übersetzt das Spiel. Ja, ich glaube auch. So, zudrehen, interagieren, zumachen, abfahren. So, kann ich jetzt fahren? Ich habe den Schlüssel. Die Kettensäge, genau. Ich muss den Baum bereit schaffen. Mit der Kettensäge drehe ich jetzt erstmal gleich durch. Die hat nur zwei festgeschraubt. Ja, stimmt. Hä, wo ist denn der? Hä? Mein Freund ist immer noch nicht hier. Keine Sorge. Er sollte in jeder Minute hier sein. Und jetzt? Achso. Ich dachte, wir können jetzt abhauen. Und das Spiel einfach... Oh, Schnarch. So, wir haben immer noch die Strickleiter, Streichhölzer. Streichhölzer, ich fackel einfach hier den ganzen Ort ab. Ist mir egal. So, haben wir wieder irgendwo ein Wimmelbild. Wo wir weiter wimmeln. Das war gerade Gizmo, der am Schnarchen ist. So. Und wie laut der gerade am Schnarchen ist. Voll geil. So. Was steht denn jetzt an? Wir haben... Hä? Zeit für japanischen Whisky. Prost. What? Ich glaube, wir sollten mal in die Kirche gehen, glaube ich jetzt, ne? Ich glaube, ich glaube. Ich verlasse schon die Wörter bei dem Spiel. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir jetzt mal in die Kirche gehen und mal eine Runde beten. So. Beste Lösung, ja. Zeit für Bier. Hier wird kein Bier getrunken. So, nicht im Stream. Hier steht er immer noch hier, anstatt der abhaut, ne? So, was haben wir? Haben wir ein neues Wimmelbild hier? Wir haben hier... Entschuldigung, ich musste gerade. Ist hier unten irgendwas Neues? Nö. Ich bin immer noch sehr überfragt gerade. Haben wir irgendwie... Ah, warte mal. Wir haben noch eine Hütte vielleicht noch irgendwas, ne, oder? Können wir da noch irgendwas machen? So. Im Keller vielleicht irgendwie nochmal ein... Ja. Gut. Ich finde es gut, dass das Spiel so viele Hinweise gibt. Warte mal, haben wir noch irgendwie irgendwas an Hinweise? Apropos Hinweise? Nö. Das haben wir abgehakt. Es fehlt nur noch der Runencode. Und der Tatort. Warte mal, Tatort? Nein. Tatort? Nein. Tatort? Klavierspieler. Aber... Ich verzweifle langsam an dem Spiel. Aber was sollen wir denn jetzt machen mit der... Hä? Wir haben ihr das Auto dahin gefahren. Wir haben den Boy haben wir dahin gebracht zur Tankstelle. Oder der immer noch nicht da ist. Da können wir ja nichts mehr machen, oder? Das Auto haben wir hingefahren. Da steht an der Tankstelle. Die wieder, nee, lass mich alleine. Mein Freund ist immer noch nicht da. Keine Ahnung. Was? Beweise? Ja, wir sind doch bei der Beweise. Was soll ich denn hier machen? Ich habe keine Ahnung. Hier geht doch nichts mehr. Beweise, Beweise. Hier vielleicht irgendwas Neues drin? Nö. Die Leichen. Diese Leichengebilde, das ist so lustig. Aber wo ist Gästezimmer? Keller, nochmal gucken. Jetzt brauchst du wohl die Gurke. Ich glaube auch.
Ich glaube, jetzt brauche ich definitiv die Gurke. Wahrscheinlich, um sie mir oral einzuführen. Damit ich wenigstens was esse. So, ich habe noch nichts gegessen. Fällt mir gerade auf. Das ist fürchterlich. Jetzt kommt die gruselige Musik wieder. So, hier kann ich nur zur Farm gehen. Zur Alien End Farm, aber... Hier ist der Hund. Auch geil, der Hund hat... Der ist... Stundenlang ist der... Ist da an seinem Hacksteak. Jetzt die Musik wieder weg. Hier können wir auch nichts machen. Ich untersuche alles nochmal. Hier in die Garage können wir nochmal gehen. Wow. Ich bin begeistert, wie es auf der Baker Farm hier abgeht. Zur Scheune. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Strickleiter. Dämonische Symbole brauchen wir eh noch ein paar. Genau wie die Messingkeile. Und Streichhölzer. Kann ich mit den Streichhölzern nicht einfach das ganze Spiel abfackeln? Ja, Strickleiter. Strickleiter. Aber wofür... Ich suche ja gerade verzweifelt noch ein Wimmelbild, aber irgendwie finde ich keins. Hier in dem Müll ist auch nicht mehr unsere Hinweise. Der verletzte Typ ist weg. Der ist einfach weg. Der sollte ja zur Tankstelle gehen. Aber der ist da niemals angekommen. Der ist wahrscheinlich lost bei dem Prediger. Jedes Mal beim Stream, was, jedes Mal selbe bei mit Flexi? Mich verlassen schon die Worte. Selbe mit Flexi? Beim Stream knurrt der Magen. Ja, bei mir auch. Guck mal, eine Fledermaus. So, hier war ja nur... So, ich guck nochmal. Also, pass auf. Gehen wir nochmal hier hin. Untersuchen hier alles, jedes Bild. So, lalala, Kirche. Mhm. Schön, schön. Da oben ist die Glocke. Ja, der sollte ja eigentlich von der Krypta hier unten, ne? War das nicht hier? Ah ne, das war im Keller gewesen bei dem einen. Was zeigt die Karte an, wo es... Achso, was zu tun ist. Ah, die Karte. Ja, stimmt, die Karte. Friedhof Simfer. Hier bin ich. Hier gibt es etwas zu tun. Aber wo? Nirgendwo gibt es etwas zu tun. Nirgendwo. Es sind keine Hinweise hier. Keine. Ich glaube, weil wir auf Expertenmodus spielen. Aber ich weiß ja, warum wir auf Expertenmodus spielen. Weil ich frage erst gar nicht in den Chat. Weil ich weiß ganz genau, welche Antwort kommt. So, und hier fehlen uns auf jeden Fall die Scherben. Dafür, wir brauchen noch eine Scherbe. Eine Scherbe. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall die Scherben für. Ich habe jetzt schon Angst vor diesem Minispiel. Diese Musik. Man. Ich danke dir, es fühlt sich an, als würde ich aus einem bisschen Traum erwachen. Ja, ja, ja. Wen interessiert das gerade mal? Oder doch mal zum... Wo, Bootshaus waren wir ja schon, da geht's ja nur zum... Durch einen reinen Zufall blieb er unberührt. Baum des... Was? Ortes unberührt, achso. Na hier, warte mal, was war das denn? Ah ja, hier haben wir ja oben das Dings gesehen, ne? Da hatten wir im Vogel... Im Vogelnest was gefunden. Alter, 14 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. So. Ach, das gibt's auch nicht. Ist auch kein Wimmelbild mehr. Wie die auch immer rein, ne? Warum glitzern die Beweise? Hast du was zu lösen? Ich probier mal. Nö. 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 Na. Na. Hallo?
Ich habe keine Ahnung, warum die glitzern. Ja, eine Art Code. Toll. Ist gerade so still. Okay. Das Gemälde zeigt eine finstere Statue. Dies muss der Tatort sein. Und die Form oben auf dem Bild. Ich erkenne es wieder. Die Opferstätte muss irgendwo unter der Erde sein. Ich muss einen Weg dorthin finden. Unterirdisch? Ich erkenne es wieder. Sehr schön. So. Die Opferstätte. Ja, juhu. So, jetzt kann ich wieder wimmeln, oder was? Das Spiel speichert. Sehr schön. Heißt es, jetzt kann ich wieder irgendwo Wimmelbilder finden? Jetzt gucke ich mal auf die Karte. Wow. Gibt es ja ganz viele Ausrufezeichen für mich, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Ist wahrscheinlich wegen dem Expertenmodus. Oh Gott, das ist so fürchterlich. So. Ja, ein neues Wimmelbild. So, Freunde. Venuszeichen, Mars-Symbol, Bronze-Keil. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir den letzten Keil. Der muss irgendwo hier rumliegen. Hammer, Schaufel, Gehstock. Gehstock habe ich gesehen beim letzten Mal, der war hier. So. Narzisse, Helm und Herz. Da ist der Keil. Helm. Venuszeichen. Wo ist das Venuszeichen? So. Schaufel. Da ist die Schaufel. Mars-Symbol. Venuszeichen, das ist der Herzhammer. Na klar kann man helfen. Natürlich darf man helfen. Klar. Klar. So, Hammer. Hier oben vielleicht hinterm Gesicht. Nein, hinterm. Da ist der Hammer. Da ist das Herz. Ich hab's. Das große Herz. Truhe, Truhe, Truhe. Ah, hier. Venuszeichen. So, das Mars-Symbol. Und die Narzisse. Wo ist das Venuszeichen und die Narzisse? Nein, da ist es nicht. Ich finde es aber gerade partout auch nicht. Amphas, das ist ein Omega-Zeichen. Das ist kein Mars-Symbol. Das ist ein Omega-Zeichen. Mars-Symbol, was ist denn bitte ein... Was ist denn bitte überhaupt ein Mars-Symbol? Die Narzisse liegt rechts auf dem Tisch. Tatsache. So, aber was ist denn bitte das Mars-Symbol? Ist es das hier? Really? Okay. Soll ich nochmal gucken, bevor wir da hingehen, erstmal wimmeln irgendwo? Ich guck nochmal, ob irgendwo ein Wimmelbild geht, bevor wir jetzt die Dinger da einsetzen. Hier waren wir, glaube ich, genau, hier haben wir schon geguckt, hier war nichts, ne? Bevor wir jetzt weitergehen und da... Obwohl, komm, wisst ihr was? Komm, wir machen das einfach. Wo waren das? Im Keller, in der Kirche, ne? In der Kirche. So, da wären wir schon. Hallo, Freunde.